Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Final Fantasy 16. Im letzten Part haben wir uns um die Probleme in den verschiedenen Regionen gekümmert. Wir mussten dort mehrere Gegner ausschalten und haben ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir jetzt an diesem Part hier angelangt sind. Es ist jetzt nur wieder einige Tage her, seitdem ich den letzten Part aufgenommen habe und ich habe das Projekt ein bisschen schleifen lassen. Ihr habt jetzt auch im Vorfeld gesehen, dass mittlerweile ein neuer Patch bzw. ein neues DLC dazu kam. Im Grunde wäre es auch so gewesen, hätte ich das Projekt weiterhin konstant durchgezogen, so wie ich das anfangs geplant hätte. Da wären wir jetzt wahrscheinlich auch schon längst am Ende gewesen. Aber ich dachte mir, weil sich das Projekt doch ein bisschen in die Länge gezogen hat, habe ich mir zwischenzeitlich mal ein bisschen Pause genommen, habe mich eher den anderen Projekten gewidmet. Und jetzt sind wir aktuell hier. Könnten das DLC dann spielen, sobald wir fertig sind. Wir sehen aber auch mittlerweile die Neuerungen, die jetzt neu dazu kamen. Aber wir werden so oder so alles machen. Mir hat allerdings auch gezeigt, dadurch, dass der DLC jetzt direkt auf die Schnelle kam, muss ich mir doch ein bisschen den Schuh anheften lassen, dass ich wirklich zu viel Zeit verschwendet habe zum Teil. Ich meine, ich liebe dieses Spiel nach wie vor. Und ich habe auch unglaublich viel Spaß dabei, nur ist es trotzdem so, dass ich eine gewisse Zeit lang ja doch das Gefühl hatte, es geht irgendwie nicht richtig vorwärts. Ich habe aber auch schon erfahren, dass es jetzt wirklich, so wie ich auch schon gedacht habe, in die finale Phase übergeht. Dennoch werde ich jetzt bei allem, was wir jetzt in Zukunft machen, ein bisschen anziehen. Das bedeutet also, die Parts werden etwas länger. Kann also sein, dass die immer jetzt 30 Minuten sein werden, vielleicht mal mehr, mal weniger. Aber weil wir, wie gesagt, auch vorankommen möchten. Wir sind auch mittlerweile über 80 Parts angekommen, also das sprengt auf jeden Fall den Rekord meiner sämtlichen Parts. Beziehungsweise dem Maximum, was ich zuvor hatte. Bis dato war es Storm 3 mit 60 Parts, die mit die meisten Videos zur Folge hatten. Ja, und jetzt, wie gesagt, sind wir hier über 80. Und ich bin gespannt, ob wir auf jeden Fall irgendwann die 100 Parts diesbezüglich auch erreichen werden. Was mich jetzt nicht stören werde, um Gottes Willen. Aber ich werde auf jeden Fall auch nachträglich für dieses Projekt einige Dinge noch etwas erweitern. Auch so, was die Titel angeht. Zum Beispiel gibt es ja viele Parts, wo Nebenmissionen gespielt worden sind als Hauptmissionen. Ich denke, die werde ich nachträglich nochmal umändern, um euch quasi so zu zeigen, was sind Filler, in Anführungsstrichen, also was sind Dinge, die eher so nebensächlich sind und was ist wirklich die Hauptstory. Dann würden wir auf jeden Fall auch eher dahin kommen. Jetzt habe ich aber erstmal genug geredet, jetzt wollen wir auch endlich weitermachen, ich habe Bock zu zocken. Vorab möchte ich auch natürlich noch sagen, ihr habt das ja auch gesehen, wir haben mittlerweile auch eine neue Technik erlernt. Ich habe jetzt hier den Impuls von Bahamut ausgetauscht, wir haben jetzt den Giga-Flair dafür bekommen. Den werden wir dann zukünftig auch noch austesten. Ich hab mich schon gefragt, wo du bleibst. Aber jetzt zeigen wir Otto alles an. Gerne, gerne. Wie schaffst du es nur immer gerade rechtzeitig anzukommen? Purer Zufall, würde ich sagen. Nicht so bescheiden. Nicht bescheiden sein. Mal sehen. Sturm schreit immer noch nach Mutterkristallen. In den Reichen herrscht weiter Chaos. Und der Himmel sieht immer noch aus wie ein 2 Tage alter Tritt in die Nieren. Clive, wir wussten beide, was passieren würde. Also, nicht das mit dem Himmel, aber du weißt, was ich meine. Jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt für Zweifel. Stattdessen solltest du nach Joshua sehen. Taya sagt, dein Bruder ist wach. Gott sei Dank. Der hat auch lange geschlafen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt mit ihm reden können, nach all dem, was war. Also war nicht Silver, sondern Olivier Ultimas Marionette. Und als Dion dies erfuhr, wollte er ihn niederstrecken. Doch sein Vater warf sich in den Speer, der ihn befreien sollte. Worauf Dion sich selbst vergaß. Kein Wunder, dass er nicht aufwacht. Ich hätte auch Angst davor. Wie bitte? Hätte ich ihn doch nur früher gewarnt.
vor der Bedrohung durch Ultimas Plan. Habe ich etwas missverstanden? Liegen ein Reich und sein Prinz in Scherben am Boden. Ist er doch nicht gestorben? Was weißt du über Ultima? Manchmal peile ich ja gar nichts, ne? Ich bin mir felsenfest sicher gewesen, dass er gestorben ist. Selbst nach so langer Zeit. Vor 18 Jahren lag ich unter den Trümmern des Phönixtors begraben, als meine Retter mich fanden. Ich entkam. In den Tagen darauf erfuhr ich das erste Mal von Ultima. Seitdem jage ich seinem Schatten hinterher. Ultima verfolgt irgendein finsteres Vorhaben und du scheinst dafür eine Art entscheidender Eckstein zu sein. Er will dich um jeden Preis haben, selbst wenn dafür ein Reich fallen muss. Warum ich? Was für einen Nutzen habe ich für so eine Kreatur? Oh, das ist eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Doch eines weiß ich. Es ist keine Willkür. Die Wahl auf dich, viel bewusst. Es verfügt jeder Dominus über die Macht einer Esper. Aber unsere Kräfte sind trotzdem nicht grenzenlos. Ich beherrsche nur das Feuer. Und ich nur das Eis. 8 Hüter für 8 Elemente. Doch du... mehrere Kräfte absorbiert. Du bist etwas Besonderes. Du besitzt nicht nur die Flammen von Ifrit, sondern noch andere Kräfte. Dass es Ifrit überhaupt gibt, stellt unser Wissen über Domini auf den Kopf. Vielleicht hat Ultima auf einen Dominus wie dich gewartet, denn deine Kräfte sind grenzenlos. Ich bin diesem Ding schon des Öfteren begegnet. Warum hat er dann nicht von mir Besitz ergriffen? So wie er es mit Olivier getan hat. Ich kann leider nur raten. Ich vermute, dass ihr irgendwie nicht zusammenpasst. Dass sein Geist und dein Körper nicht harmonieren. Sein Geist? Geist, Bewusstsein, Seele, was auch immer. Ich glaube, dass Ultima nicht mehr als das ist. Das macht es so schwer, ihn völlig in mir einzuschließen. Wie bitte? Einschließen? Mit jedem neuen Tag schwinden meine Kräfte. Die Flammen des Phönix heilen die Wunden, die mir Ultima zufügt. Doch das hat seinen Preis. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu vernichten. Solange ich noch kann. Was hast du dir nur gedacht? Sonst hätte ich ihm Clive ausgeliefert. Ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen. Also hast du für mich dein eigenes Leben einfach weggeworfen? Joshua ist echt wahnsinnig, ne? Oh nein. Clive, komm schnell! Oh Gott, was gehe ich jetzt ab? Eine Armee Akasischer steht vor Kanva. Na, das hat uns gerade noch gefehlt, ne? Scheibenkleister. Also, wie ist die Lage? Hat Taya noch nichts gesagt? Die Hauptstadt der freien Städte wird belagert. Und zwar von einer monströsen Horde. Die Stadtwache tut wirklich ihr Bestes, doch ich fürchte, es sind zu viele, um sie aufzuhalten. Was ist mit Lord Byron und Mitt? Konnten sie noch fliehen? Nein. Aber sie sind erstmal sicher. Verstecken sich mit Gav an Mits Schiff. Wir müssen sie da rausholen. Werden wir auch. Otto, schick einen Stolas. Sag Gav, er soll da bleiben, wo er ist. In Ordnung. Vivian, was ist die schnellste Route nach Kanva? Das solltest du am besten die Karte fragen. Karte? Was ist die beste Route nach Kanva? Tabor sollte am kompliziertesten sein. Gut. So ein Zufall. Tabor ist auch mein nächstes Ziel. Joshua, dein Ziel ist jetzt das Bett. Da hat sie sich schon ausgeruht. Denkst du, Ed,
nicht schon genau das gesagt? Wäre Taya nicht so eine talentierte Heilerin, würde ich mich wohl eurer Meinung anschließen. Doch dank ihrer Fürsorge kann ich meine Begleiterin wieder aufsuchen. Sie wollte in Tabor warten, falls wir getrennt würden. Also gut, wir reisen zusammen. Clive! Wenigstens ist er dann bei mir. Wir schaffen das. Danke, Bruder. Ich werde auf ihn aufpassen. Tja, der kleine Bruder halt, ne? Der mittlerweile sogar größer geworden ist als wir, oder? Der ist oder ungefähr gleich groß, oder? Ne, der sieht etwas größer aus. Och Gott, haben wir hier viele Nebenmissionen. Ach du heilige Makrele. Oh mein Gott. Erstmal schauen wir hier. Was haben wir denn hier noch so alles? Post. Oh mein Gott, einfach vier Nebenmissionen. Okay, ich nehme die eben mit, aber ich. Da. Ich habe gerade keine Ahnung. Ja doch, kommt. Wir nehmen die eben mit und dann kümmern wir uns zur anderen Zeit darum. Götz, mit dir fangen wir an. Was soll ich bloß tun? Ist alles in Ordnung, Götz? Du wirkst noch fahriger als sonst. Oh, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin durcheinander. Ich mache mir doll Sorgen um Tante, weil sie... Ach. Ganz ruhig. Was ist los? Ein Händler kam her, ein Stammkunde. Er sagte, er hätte böse Gerüchte über Charon gehört, in Dalimil. Dass sie Geschäfte macht mit miesen Räubern und Banditen und so. Ich weiß, dass sie gerne Geld verdient, aber... Aber sie verkauft nichts an Bösewichte. Schon gar nicht an solche, die Unschuldigen wehtun wollen. Ich wollte sie danach fragen, aber sie würde mir die Ohren langziehen. Deine Ohren würde sie nicht langziehen, oder? Keine Sorge. Ich rede mit ihr. Oh, danke, Clive. Du sagst mir dann aber, was sie sagt, ja? Natürlich. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Ich finde es immer wieder spannend, ne? Wie so ein großer Riese, so muskelgepackt, wirklich solche Ängste ausstrahlen kann. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr oft so. Das habe ich ja auch immer wieder mal betont. Charon. Hallo Charon. Wie läuft's? Also klagen kann ich nur über das Wetter. Der Handel läuft also hier im Versteck. Und außerhalb? Kann man sagen. Moment. Moment. Worauf genau willst du hinaus? In 5 Jahren hast du dich nicht einmal um meine Angelegenheiten gekümmert. Und heute fragst du mir aus heiterem Himmel Löcher in den Bauch, als hätte ich was ausgefressen. Dann wird's Zeit, mal zu fragen. So ein schlechter Schauspieler, ne? Bin ich hier, weil mir Gerüchte zu Ohren gekommen sind, dass du Waffen an Banditen verkaufst. Das wird ihm echt schwer, ne? Und wer ist es, der mich so gut kennen will, dass er über meine Missetaten reden muss? Ich habe es nicht wirklich aus erster Hand. Ich weiß nur... Es gibt jemanden in Dalimil, der die Gerüchte verbreitet. Ja und? Du glaubst sie? Du denkst, ich bereichere mich auf Kosten Unschuldiger? Hör zu, ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit.
Es mag eine Zeit gegeben haben, in der ich die Augen vor dem Elend der Welt verschlossen habe, um mich zu bereichern. Doch dieser Frau gibt's nicht mehr. Und das wüsstest du, wenn du je auch nur ein bisschen darauf geachtet hättest. Du hast recht, Charon. Entschuldige. Ich hätte es besser wissen sollen. Ja, hättest du. Nun, du hast sicher Besseres zu tun, als mit erhobenem Zeigefinger eine alte Frau zu beschuldigen. Natürlich. Leb wohl. Ich bin schon angefressen, ne? Ganz schön angefressen. Ja, jetzt haben wir doch Götz-Mission im Grunde gemacht, lul. Ich habe mit Charon gesprochen. Und was hat sie gesagt? Dass die Gerüchte falsch und wir Narren sind, weil wir sie für wahr gehalten haben. Und noch andere Dinge, die das verdeutlicht haben. Sie hat außerdem erzählt, dass sie durchaus Dinge getan hat, die sie bereut. Aber dass diese Tage hinter ihr liegen. Oh, das ist gut. Ich habe gewusst, dass Tante nichts Böses macht. Aber warum sagen die Leute dann sowas? Was hat Tante ihnen je getan? Das ist nicht nett. Nein, ist es nicht. Dann ein Naivling, ne? Aus allen möglichen Gründen. Nicht immer guten. Ha, ich will's genau wissen. Der Händler, er hat gesagt, in Dalimil reden alle über sie. Da werde ich hingehen. Ich finde schon jemanden, der mir den Grund sagt. Hältst du das für klug? Wer diese Gerüchte verbreitet, will Charon schaden. Oh, richtig. Und deshalb wirst du mich begleiten. Habe ich recht, Clive? Witzbold. Richtig, Götz. Witzig. Ja, aber nee, das werden wir definitiv nicht jetzt machen. Denn wir haben ja noch andere Sachen hier zu tun. Da was die Post angeht, da haben wir auch noch eine Nebenmission. Molly. Clive, wegen dir stecke ich in diesem Schlamassel, also hilf mir gefälligst jetzt auch wieder raus. Es geht um ein Rezept. Warum sind wir immer schuld, fing alles? Ich kann nicht besonders gut kochen. Wir sind alles schuld aktuell. Kochen kannst du getrost mir überlassen. Ich brauche nur ein wenig von deiner Zeit, ja? Oh, und vielleicht dein Schwert. Du erinnerst dich an Yvonnes Eintopf, oder? Nun, trotz des Aussehens und des Gestanks verschlingen die Leute das Zeug. Also wollte ich mich auch einmal an einem dieser Meisterwerke versuchen. Ich hab ins Buch geschaut und es versucht, aber... Es war nicht so einfach wie erhofft. Das Problem hatte Yvonne auch. Ja, aber das ist meine verflixte Küche. Ich will nicht übertrumpft werden. Wenn du mir hierbei nicht hilfst, Clive, nehme ich dir das übel. Unfassbar. Wer will sich schon mit der Köchin verscherzen? Natürlich werde ich dir mit dem Rezept helfen. Also, was steht diesmal auf dem Speiseplan? Es gibt gebratenen Himmelswurmleberschmarrn. Ein toller Name, was? Enthält Himmelswurmleber, logischerweise. Und dazu Drachenkraut. Nur habe ich leider noch nie zuvor von diesen Zutaten gehört. Ich habe es mit Schweineleber probiert, aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Laut Yvonne sind die Rezepte in dem Buch Jahrhunderte alt. Wer weiß, ob es die Zutaten überhaupt noch gibt? Nun, ich finde, das ist eine Frage für einen Gelehrten. Vielleicht kennst du einen. Sogar einen sehr, sehr guten. Ein freundlicher alter Mann, mit einem Bücherregal verheiratet. Gut. Ich gehe und frage Hippokrates. Vielleicht weiß er was. Falls ja, dann finde ich deine Zutaten für dich. Das hoffe ich. Denn sonst kocht bald nur noch Yvonne für dich. Unbelievable. Das ist sehr, 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 sehr unschön. Alles erpresserische Mittel hier. Das kann doch einfach nicht wahr sein, ne? Das kann einfach nicht wahr sein. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? So, die Tutorin, sag du uns doch Bescheid. Kannst du mir weiterhelfen? Ich kann's versuchen. Wer ist diesmal verschwunden? Nicht wer, sondern was? Mitz Waage, die Große aus ihrer Werkstatt.
Ich hatte sie mir für eine Unterrichtsstunde zum Thema Gewichte geliehen, aber jetzt ist sie weg. Zuerst dachte ich, dass die Kinder sie zum Spielen mitgenommen haben, aber sie haben das vehement abgestritten. Was mich nur umso mehr glauben lässt, dass sie es doch waren. Ich weiß, was da helfen könnte. Ein Besuch von Sid. Das wird er bestimmt. Danke. Ich hoffe zwar, dass die Kleinen nicht gelogen haben, aber wenn doch, werde ich ein sehr ernstes Gespräch mit ihnen führen müssen. Zuletzt habe ich sie im Atrium gesehen. Wie immer. Okay. Damit haben wir im Grunde schon fast alle Nebenmissionen. Ich werde jetzt nur noch zu guter Letzt bei unserer Poststelle nachgucken, denn die Post, die wir dort erhalten, dort befindet sich nämlich auch noch eine Nebenmission. Deswegen bin ich mal gespannt. So, eine inständige Bitte. So, Lord Rosfield, ich bitte untertänigst um Verzeihung für diese überraschende und ungehörige Nachricht. Bedauerlicherweise bin ich durch äußere Umstände gezwungen, mich umgehend um Beistand zu bemühen und kann mich in dieser Angelegenheit einzig an euch wenden. Lord Byron hat mich mit einer höchst verzwickten Aufgabe betraut und ich befürchte, ich werde seine hohen Erwartungen mitnichten erfüllen können, da ich über einen entschiedenen Mangel an martialischer Veranlagung verfüge. Ich bin lediglich ein gewöhnlicher Hausdiener, kein Söldner. Kraft genügt für die Verwaltung eines Anwesens, doch leider nicht, um mich in zwielichtigen Gassen mit Banditen auseinanderzusetzen. Wenn ihr so gütig wärt, mich in Marthas Rast aufzusuchen, werde ich euch die Einzelheiten meiner Misslage darlegen. Mylord Sebastian Rutherford, Seneschal seiner Lordschaft Byron Rosfield. Rutherford? So heißt doch der Diener meines Onkels. Warum ist er in Marthas Rast? Tja, auch das gibt einiges an Erfahrungspunkte. Wichtiger war es aber, wie gesagt, dass wir jetzt erstmal die Sachen alle nachgefragt haben. Und im nächsten Schritt machen wir jetzt genau das, was wir eh schon machen wollten. Wir besuchen das Echo von Clorzit, Zentrales Dalmekia. Nur der Wind heult durch diesen Irrgarten bodenloser Schluchten, in dem die Trümmer einer gefallenen Zivilisation verstreut sind. Zentrales Dalmekia. Hat ihn auch vermisst, ne? Licht und Schatten. Wie ein Traum. Wir zu viert zusammen unterwegs. Du hast Spaß, ja? Gav und die anderen könnten gerade jetzt in Gefahr sein. Natürlich. Tut mir leid. Jote ist sehr verlässlich. Bezüglich Kanva wird sie sicher bereits Informationen sammeln. Tabor ist nicht weit. Beeilen wir uns lieber. Genau. Das möchte ich euch eben mal zeigen, wie die Gigaflare aussieht. Schaut es euch an. Ah, der Angriff ist schon wirklich stark. Er ist ungefähr so vergleichbar wie mit der Lebensflamme, aber ihr habt auch gesehen, wenn wir ein bisschen in die falsche Richtung zielen, dann wird es schon schwieriger. Auf alle Fälle geben wir jetzt hier erst einmal den Bereich nach. Aber hier haben wir noch ein paar Wildhunde, die jetzt natürlich trotzdem kein Riesenproblem darstellen.
Ach, hier unten oder was? Ja, nee. Stimmt nicht. Stimmt, springe ich jetzt da runter. Ist klar. Oh, Gigaflare ist auch schon wieder zurück. Diese Ruine ist aber günstig gefallen. Seien wir vorsichtig. An Ruinen sind auch Echos nicht weit. Das ist richtig. Deswegen müssen wir hier auch schleunigst aufpassen. Ich sehe nämlich schon, ja. Boah, das ist schon ein sehr, sehr nicer Angriff. Feier ich auch brutal. Das erinnert mich sehr stark an die Laserattacken damals aus Kingdom Hearts 2. Als wir gegen Xemnas den Kampf gemacht haben. Also mit wir meine ich in dem Fall, als ich das früher als Kind gespielt habe. Kingdom Hearts 2 ist ja mein Lieblingsspiel, wisst ihr ja, sicherlich. Generell die Kingdom Hearts Reihe wirklich etwas, was mein Leben verändert hat, wenn man so will. Das ist wirklich krass, aber es ist wirklich so. Ja gut, das war natürlich nicht so praktisch. Boah. Nochmal Gigaflare. Guckt euch das an. Das war wirklich wieder geisteskrank. Ja, die Gegner sind da unten, aber die interessieren uns jetzt gerade herzlich wenig. Wir können uns das auch gar nicht erlauben, da runter zu gehen. Mit besseren Manieren, aha. Na, wenn er das sagt. Jetzt haben wir die Höllentaucher hier. Aber die sind ein bisschen zu weit oben, wollte ich gerade sagen. Den Angriff hätten wir natürlich auch ein bisschen hochleveln können. Aber das Gute an dem Angriff ist auch, dass, wie man sehen konnte, die Gegner dann auch oben getroffen werden können, wenn sie in der Luft sind. Gut, wir sind schneller. Oh, wer ist das denn? Ein Reisender? Ach so, ein Reisender Händler. Wohin des Weges? Zu den freien Städten vielleicht? Ach, ich denke mir einfach mal einen Teil. Will dich nicht ausfragen. Bin selbst gerade auch nicht wirklich in Erzähllaune, weißt du? Ehrlich gesagt, fehlt mir etwas Inspiration. Ich weiß gar nicht mehr wohin. In Oriflam habe ich einen Reibach gemacht, bis dem alten Drachen die Rübe geplatzt ist. Also habe ich's in der Wüste versucht. Dann ist der Zahn auch ausgefallen. Und mit dem Dominium fange ich am besten gar nicht erst an. Ich versuche es wohl in Kanva. Nur bei meinem Glück fallen die Orks ein, ehe ich auch nur meine Ware ausgeräumt habe. Aber ich sage immer, wo Krisen sind, sind auch Chancen. Und zwar Chancen auf echte Gilgruben. So, wohin geht's jetzt? Ob in Ashra was zu holen ist? Haben Orks überhaupt Gil? Grüß dich. Wohin des Weges? Zu den freien Städten vielleicht? Erzählt einfach immer nur dasselbe. Na tolle Wurst. Oh nein. Du bist verletzt. Was ist passiert? Bist du allein? Ätherflut.
schon alle Akasisch. Hier in der Nähe gibt es ein Dorf, Tabor. Dort leben gute Menschen. Keiner wird entkommen, wenn die Männer bei ihnen einfallen. Wir dürfen das nicht zulassen. Warte hier. Ich kümmere mich drum. Danke. Unser Lager ist da vorne. Abseits des Pfads. Erkennt man schon. Ich bitte dich, rette Tabor. Vergebt mir, Lord Kupka. Lord Kupka, sagt er. Oh, irgendwie ein fieses Gefühl. Ganz fieses Gefühl. Lord Kupka, sagt er. Das Lager sollte nicht weit sein. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Okay. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch die Nebenmission dort links in Angriff nehmen. Da drüben. Sie sind noch hier. Akasischer Krummsäbel und andere Kreaturen der Nacht. Boah, aber zielen muss wirklich gelernt sein. Da werde ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen müssen. Der Move, der wirkt doch ein bisschen für fortgeschrittene Spieler. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich schlecht in dem Spiel bin, weiß Gott nicht. Aber gerade am Anfang ist das noch sehr gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, man muss sich wirklich total an das ganze Prozedere hier gewöhnen. Das war aber auch richtig krass mit diesem letzten Move, ne? Ich meine, wir hatten das Ding schon lange vorher erledigt, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Ist da jemand? Bitte, ich bin verwundet. Das ist wohl kein Akasischer. Wo ist er denn? Wo kommt die Stimme her? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich bin gerade komplett blind, ne? Hier oben? Nein. Na, wo ist er denn? Oh, noch ein paar nützlichere Heil-Items. Ach, da! Verwundeter dalmekischer Soldat. Du gehörst zur Einheit? Ja. Ich habe Lärm gehört. Das sind die anderen. Es war zu spät. Einer deiner Kameraden hat mich hierher geschickt. Ein Überlebender. Wo ist er? Sag schon. Er hat es nicht geschafft. Tabor gerettet. Hier. Ich danke dir. Na, immerhin. Obwohl das Ganze natürlich trotzdem tragisch gewesen ist, aber naja. Und es hat sich immerhin gelohnt durch ein Level-Up. Wir kennen uns doch. Oder nicht? Du
musst mich mit jemandem verwechseln. Nein. Diese Narbe. Bei der Faust von Titan. Du bist Sid. In Kostnice hast du meine Kameraden getötet. Und in Rosalith hast du Lord Kupka getötet. Mit Hugo Kupka bin ich fertig. Ich habe keinen Groll auf seine Gefolgsleute. Aber ich auf dich! Feigling, zieh deine Waffe! Ich werde Lord Kupka rächen! Komm erst wieder zu Kräften und denk nach. Dann können wir immer noch kämpfen. Auch wenn du dein Leben dafür nutzen solltest, anderen zu helfen. Oder hast du deinen Eid schon vergessen? Sei still! Was weißt du schon von Eiden? Wie schwer sie zu halten sind. Deswegen gebe ich dir eine Chance, genau das zu tun. Nein, du täuschst mich nicht. Lord Kupka hat uns von deinen Verbrechen erzählt. Du bist ein Mörder, kein Mensch? So wie du und deine Freunde? Ich bin nicht wie du. Aber wenn du mich nicht töten willst, dann geh. Geh! Doch glaub mir, wir sehen uns wieder, Sid. Irgendwann. Jetzt die Frage, ob das die richtige Entscheidung war, ne? Ich meine, ich könnte ihn ja immer noch einen draufsetzen, aber. Du wirst noch bereuen, dass du mich nicht getötet hast. Ich werde meinen Herrn rächen. Na gut, wenn der das sagt. Aber das war's an dieser Stelle für diesen Part. Wir haben jetzt wieder viel gemacht. Sind zwar von der Hauptstory noch nicht viel weitergekommen, aber. Wie ich gesagt habe, wir werden die Parts jetzt etwas länger gestalten. Dafür haben wir uns ein bisschen mehr um die Nebensachen gekümmert. Und das war auch ganz interessant, was wir jetzt hier hatten. Mal gucken, ob das in Zukunft noch irgendeine Rolle spielen wird. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.